Also normal ist das sicherlich nicht, dass ich meine Hand unter das Vorderrad legen kann und das Ganze in freier Wildbahn. Ich habe keinen Motorschaden oder irgendein Problem an meinem Fahrzeug. Ganz im Gegenteil, ich habe Probleme behoben, denn ich habe mein Fahrzeug nivelliert und das Ganze mit Hubstützen. Hubstützen an meinem Kasten. Wenn euch das generell interessiert, Hubstützen an Wohnmobilen und was das bringt, wie das Ganze funktioniert, dann seid ihr bei diesem Video genau richtig und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan4Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um ein ganz, ganz spannendes Thema. Generell soll es ja hier immer um spannende Themen gehen, rund ums Wohnmobil mit Tipps und Tricks. Also wenn ihr den Kanal auch noch nicht abonniert habt, sehr gerne machen. Es kommen hier regelmäßig Videos dazu raus. Und heute geht es eben um Hubstützen, wie ihr vorher schon gehört habt und wie ihr vielleicht jetzt auch schon ein bisschen sehen könnt, wenn ihr unter mein Fahrzeug lugt. Warum Hubstützen? Ich habe vor längerer Zeit ein Video gemacht, wo es darum ging, das Fahrzeug zu nivellieren mit entweder Auferkeilen versus Luftkissen, die ich bis dato immer verwendet habe. Und dann habt ihr in den Kommentaren reingeschrieben, Markus, cool, aber hast du auch Informationen zu Hubstützen? Und dann habe ich mich erstmal wieder, wenn ich ehrlich bin, richtig mit dem Thema auseinandergesetzt. Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm, weil gerade für mich als Kastenwagenfahrer dachte ich immer, wäre das für mich nicht so relevant. Und dann habe ich mir gedacht, naja, gut, egal ob Kastenwagenfahrer oder nicht, dann mache ich halt für alle anderen ein Video dazu. Wurde dann aber schnell bekehrt und habe gemerkt, hey, das ist für mich doch interessant und habe ganz, ganz viel gelernt zu diesem Thema. Und dieses Wissen, das will ich heute mit euch einfach teilen. Und dazu habe ich natürlich auch das Video wieder in mehrere Abschnitte unterteilt. Zu Beginn möchte ich euch mal zeigen, warum für mich ein Hubstützensystem relevant und so interessant ist. Und möchte auch ein bisschen auf die Theorie eingehen, was für verschiedene Systeme gibt es da auf dem Markt und was hat es mit diesen verschiedenen Systemen auf sich. Danach gucken wir uns speziell die Spezifikationen an zu dem System, das ich jetzt in meinem Fall verbaut habe, damit ihr einfach mal wisst, okay, was kann das System überhaupt, was kostet das und so weiter. Und danach gucken wir mal in die Werkstatt, denn ich durfte ein bisschen zugucken, als dieses Hubstützensystem eingebaut wurde, habe da auch nochmal viel erfahren und gelernt und habe auch nochmal spannende Bilder für euch. Danach gucken wir uns das Ganze in der Praxis an, wie funktioniert das Ganze, also funktioniert es überhaupt? Und danach, da möchte ich euch dann nochmal mein persönliches Fazit schildern mit allen Vor- und Nachteilen, die so ein Hubstützensystem mit sich bringt. Und jetzt noch ganz kurz für die Transparenz dieses Videos. Ich blende hier irgendwo Werbung ein. Das muss ich leider irgendwie machen, weil ich jetzt eine gewisse Anzahl an Follower habe. Und da heißt es, okay, ich könnte als gewisser Influencer gelten, weil das Auto im Hintergrund könnte ja bezahlt sein, damit ihr euch alle so ein Westfalia kauft. Glaube ich nicht, dass ihr das macht, weil ihr wisst ja selber, was für euch richtig, was falsch ist. Es ist halt einfach nur das Auto, das ich habe. Ich habe halt kein anderes. Und das soll auch schon gar nicht bedeuten, dass ich das so mega finde, dass ihr alle Westfalia fahren müsst. Ich will aber natürlich auch keine Werbung gegen Westfalia machen. Darum geht es mir überhaupt nicht. Das ist einfach nur mein Hobby und ich mache total gerne Videos. Und ich werde auch nicht bezahlt dafür, dass ich ein Video über diese Hubstützen mache oder kriege die geschenkt. Im Gegenteil, ich kaufe mir die selber. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, dass ich da möglichst neutral bleibe. Auf der anderen Seite ist es natürlich mein Hobby und wenn ich coole Sachen finde, dann möchte ich die auch mit euch teilen. Das ist ja auch der Sinn vom Hobby, oder? Ich weiß es nicht. Also, eher so eine rechtliche Geschichte, aber mir ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ihr das immer wisst und sollte es mal anders sein, dass ich irgendwas geschenkt bekomme oder vielleicht sogar Geld dafür bekommen würde, dann sage ich euch das natürlich auch im Vorfeld des Videos. Also, genug geschnackt, wir fangen an. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video und den Hubstützen. Warum brauche ich jetzt ausgerechnet Hubstützen, wenn es doch so viel einfachere Systeme gibt? Das will ich euch erklären. So wie jetzt, wenn ich gerade irgendwie frisch an einem Ort ankomme, dann geht es darum, sich gerade hinzustellen, zu nivellieren. Für mich ist das Problem, dass ich als Businesscamper oft tagsüber unterwegs bin und erst spätabends oder nachts an meiner Schlafstelle ankomme. Und wenn das auf dem Stellplatz ist, wo neben mir schon Leute schlafen, dann ist es in der Regel schwierig, mit dem Nivellieren anzufangen. Denn egal, ob du Auferkeiler hast oder ob du Luftkissen hast zum Nivellieren, das ist extrem laut und das werden die Nachbarn von dir nicht sehr begrüßen. Ist ein Grund, warum ich oft schief schlafe. Beim Schlafen ist es bei mir jetzt noch nicht so schlimm, weil ich habe ein 6,40 Meter Fahrzeug, genau aus diesem Grund, weil ich Längsbetten dadurch habe und eigentlich mich im Bett hinlegen kann, wie ich möchte, solange ich alleine bin und ich meinen Kopf immer oben habe. Also das kann ich noch irgendwie bewerkstelligen. Aber spätestens am nächsten Morgen, wenn ich duschen gehe, da habe ich dann den Salat. Weil ich bin gespannt, wer das von euch auch kennt. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare. Du duschst und du stehst prinzipiell immer so, dass das Wasser gerade dahin läuft, wo kein Abfluss ist, sondern wo es dann ab einem gewissen Pegel eben in den Wohnraum fließt oder wie auch immer. Und das ist extrem nervig. Vom Kochen möchte ich noch gar nicht reden, denn die, die mich kennen, die wissen, dass ich nicht so der Kochprofi bin. Aber auch beim Kochen ist das Geradestehen natürlich durchaus sinnvoll.
Naja, und deswegen habe ich mich also intensiver mit dem Thema beschäftigt und habe da eine Menge gelernt. Und welche unterschiedlichen Hubstützensysteme für uns Wohnmobilisten so auf dem Markt sind, das schauen wir uns jetzt mal an. Für uns Wohnmobilisten gibt es drei unterschiedliche Arten an Hubstützensystemen. Ganz links sehen wir den vom Hersteller liebevoll genannten Elefantenrüssel. Hierbei handelt es sich um eine hydraulisch angetriebene einstufige Hubstütze mit einer Kraftumlenkung um 90 Grad. In der Mitte sehen wir die altbekannte hydraulisch angetriebene zweistufige Hubstütze und rechts außen das fast ähnliche Modell, allerdings einstufig. Sehen wir uns mal die Vor- und Nachteile bei dem Elefantenrüssel an. Eines der größten Vorteile ist mit Sicherheit das günstige Hubverhältnis zur Einbauhöhe von 240 bis zu 380%. Das bedeutet, dass die Einbauhöhe relativ gering ist im Vergleich zu der ausgefahrenen Hubhöhe. Und das macht natürlich richtig Spaß. Ein weiterer Vorteil dieses Systems ist die direkte Übertragung der Hubkraft auf die Trägerunterseite ohne eine Querbelastung am Fahrzeugrahmen. Der Kraftverlauf erhöht sich günstig über den gesamten Hub mit bis zu 140%. Ein weiterer Vorteil ist das geringe Differenzvolumen. Das bedeutet, dass man relativ wenig Öl braucht, um das System aus- und einzufahren. Zudem befinden sich die Ölanschlüsse direkt unter der Bodenplatte. Insofern liegen die Schläuche dafür nahe der Bodenplatte und sind bei der Fahrt ordentlich geschützt. Aber es ergeben sich bei diesem System auch Nachteile, zum Beispiel der Einbauraum, der hier deutlich mehr Platz in der Horizontale benötigt. Ein weiterer Nachteil könnte sein, dass man dieses System aktuell nur bei Asimo einbauen lassen kann. Werfen wir jetzt mal ein Auge auf das zweistufige Hubstützensystem. Hier haben wir auch einen Vorteil ganz klar im Hubverhältnis gegenüber der Einbauhöhe, zumindest im Vergleich zu der einstufigen, denn das liegt hier bei 115%. Insofern ist der Einbauraum günstig in der Höhe. Die Hubkraft ist axial zur Kolbenstangenführung und das spricht definitiv auch für das System. Aber leider gibt es auch hier einige Nachteile. Zum einen besteht bei den kleinen Stangen, wenn sie ausgefahren sind, Knickungsgefahr. Darüber hinaus besteht ein sehr großes Differenzvolumen. Das bedeutet, man braucht bei den hier aufgeführten Systemen den größten Öltank mit 3,5 bis zu 5 oder gar 6 Litern Öltank. Die Stützen benötigen natürlich einen tieferen Einbauraum als zum Beispiel bei dem Elefantenrüsselsystem. Die Hubkraft erzeugt aufgrund des großen Rohraußendurchmessers ein hohes Drehmoment bzw. hohe Querbelastung in den Rahmenträgern. Und der Kraftverlauf ist ungleichmäßig über den gesamten Hub und relativ ungünstig verteilt. Ab Bodenkontakt stehen nur noch maximal 50% zur Verfügung. Gut ist auf alle Fälle, dass es dieses System in verschiedensten Variationen von verschiedensten Herstellern gibt, darunter natürlich auch die beiden Platzhirsche Alco und Goldschmidt. Sehen wir uns zu guter Letzt noch die einstufige Hubstütze an und die hat zum einen den Vorteil, dass sie mit zu den günstigeren Systemen gehört. Sie hat ebenfalls wie die zweistufige eine axiale Hubkraft zur Kolbenstangenführung und im Gegensatz zur zweistufigen ist hier der Kraftverlauf sehr gleichmäßig über den gesamten Hub mit 100%. Allerdings hat auch dieses System natürlich leider wieder Nachteile. Eines sieht man sofort auf Anhieb und zwar ist hier das Hubverhältnis zur Einbauhöhe relativ ungünstig mit 85%. Das bedeutet, dass diese Stütze einen tiefen Einbauraum benötigt, um die Bodenfreiheit nicht einzuschränken. Und wenn alle dummen Zufälle zusammentreffen, besteht auch hier die Gefahr, dass die Stützen knicken können, wenn sie komplett ausgefahren sind. Und auch hier erzeugt die Hubkraft immer ein Drehmoment bzw. eine Querbelastung in den Rahmenträgern. Erhältlich ist dieses System auch bei den unterschiedlichsten Herstellern und Anbietern. In dieser Grafik kann man nochmal ganz gut sehen, wie sich das Verhältnis Einbauhöhe zu ausgefahrener Hubstütze verhält. Wobei ich hier auch wirklich nochmal erwähnen möchte, das Ganze ist nicht maßstabsgetreu. Ich habe das nur versucht mal zu visualisieren, damit man einen Eindruck hat. Lasst euch hier am besten von den jeweiligen Herstellern beraten, was das konkret für euer spezielles Fahrzeug bedeuten würde. Und damit kommen wir direkt zu den Spezifikationen von dem Hubstützensystem, für das ich mich letztlich entschieden habe. Und ihr seht es hier schon, ich habe mich für Evolift entschieden. Das bedeutet, ich habe das System genommen, das sich auseinanderspreizt mit Hilfe eines hydraulischen Zylinders. Jetzt erst nochmal zu den Spezifikationen. Einmal die Einbautiefe beträgt hier 170 mm.
Ausgefahren habe ich aber dann in meinem System hier eine Länge von 530 mm. Also das ist schon eine ordentliche Differenz, die man mit diesem System zutage bringen kann. Das ganze System, also die ganzen Stützen zusammen mit dem Steuerungskasten, wiegen 60 Kilogramm. Wenn wir uns das Ganze anschauen, dann wollen wir natürlich auch Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Wir reden ja immer wieder über das Gewicht. 60 Kilo ist schon eine Ansage, aber du musst natürlich auch sagen, du musst dafür die anderen Sachen nicht mehr mitnehmen, was dir auch wieder ein bisschen Gewicht einspart. Insofern ist das Nettogewicht der Hubstützen wieder ein anderes. Ich mache mir auch nichts vor, das ist nicht so die ganze Realität, aber man kann ja mal ein bisschen Argumente sammeln. Ne? Also gucken wir mal, wenn jetzt zum Beispiel dieses Teil hier, das wiegt ja so 4 Kilo. Das bedeutet mit der Pumpe, wenn ich es richtig schön rechnen möchte, dann spare ich mir vielleicht nochmal 10 Kilo. Also habe ich nur noch ein Nettogewicht von 50 Kilo. Thema Gewicht, also wie gesagt, die bleiben in Zukunft zu Hause. Verbaut werden kann so ein System eigentlich für alle Wohnmobile und Camper, beginnend beim kleinen VW-Bus oder Opel, vollkommen egal. Das ist dann ein Dreistützensystem, wo vorne in der Mitte ein Zylinder ist, der nach unten ausfährt und hinten die beiden Beine, wie sie bei mir sind. Ab der Größe, wie ich sie habe, brauchst du dann 4 Stützen, die alle so rausscheren wie bei mir in diesem Fall, bis 3,5 Tonnen und da sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Wie kann ich das ganze System steuern? Das ist ganz, ganz einfach. In der Basisversion ist immer diese Fernsteuerung dabei. Das heißt, damit kann ich mein Fahrzeug nivellieren, kann die einzelnen Stützen unterschiedlich ansteuern etc. pp. Es gibt auch die Möglichkeit, optional einen Bluetooth-Adapter mit zu integrieren. Das bedeutet, dann habe ich die Möglichkeit, das Ganze sogar per Handy-App zu steuern. Klammer auf, aktuell nur mit Android. Klammer zu. Das bedeutet, ich habe mir dafür extra ein Android-Telefon besorgt. Das Besondere und das Spannende dabei ist dann, dass ich, wenn ich möchte, auch optional eine Wiegefunktion mit dabei habe. Das bedeutet, ich kann auch immer messen, was mein Fahrzeug aktuell wiegt. Naja, und als dritte Option steht mir dann noch ein Bedienpanel zur Verfügung. Das heißt, da habe ich dann einfach ein Display im Fahrzeug inklusive Steuerung. Da kann ich auch das Fahrzeug nivellieren und alles. Und ich habe auch, wenn ich das möchte, eine Wiegefunktion optional dazu. Wenn ich schon die ganze Zeit optional erwähne und so weiter, reden wir doch gleich mal über die Preise. Und die sind gestaffelt in den jeweiligen Gewichtsklassen der Fahrzeuge. Bis 2 Tonnen haben wir einen Preis von 4.290 Euro für das gesamte System inklusive Montage. Das ist bei diesen ganzen Preisen, die ich euch jetzt mal einblende, immer dabei. Das heißt also, das ist das System inklusive der Montage. Und in meinem Fall, bis 3,5 Tonnen, hat das jetzt bedeutet, dass ich für dieses System 5.590 Euro gezahlt habe. Plus die Option, dass ich das Ganze mit der Handy-App steuern wollte, plus der Option, dass ich auch die Wiegefunktion dabei haben wollte, also dass ich auf meinem Handy sehen kann, was wiegt auch mein ganzes Fahrzeug. Und damit kam ich dann auf einen Gesamtpreis von 6.340 Euro. Ein zu beachtender Punkt ist natürlich auch nochmal der Stromverbrauch von diesem System. Und da gibt der Hersteller eine Maximalleistung von 500 Watt an, also wenn wirklich die Pumpe rödelt und da rauf und runter gepumpt wird etc. Und ich habe natürlich auch, wenn ich das Gerät nicht im Betrieb habe, einen minimalen Strombedarf, weil er muss ja immer gucken, okay, sendest du mir was oder sende ich dir nichts. Aber auch dafür hat man gesorgt, das kann ich komplett abschalten und dann habe ich überhaupt keinen Stromverbrauch. Ja, und damit sind wir mit den Spezifikationen durch und ich nehme euch jetzt nochmal mit in die Werkstatt und zeige euch, wie der Einbau funktioniert hat. So, wir stehen jetzt kurz vor der Montage der Stützen und ich möchte euch ganz kurz zeigen, wo die am Fahrzeug jetzt wirklich montiert werden. Und zwar einmal werden die direkt am Rahmen montiert, an den Vorderreifen, also nicht an den Vorderreifen, sondern zwischen Vorderreifen und auf der Fahrerseite dem Tank, auf der Beifahrerseite zwischen dem Vorderreifen und der Drittstufe und hier hinten direkt jeweils vor den Reifen am Rahmen fixiert. Und dann haben wir zu guter Letzt noch den Steuerungskasten und der wird auch im Rahmen hier schön versteckt, und zwar auf der Beifahrerseite. Das heißt, wir haben 5 Teile, die hier verbaut werden und das würde ich sagen, machen wir jetzt. Also, let's go! Was bei der Montage noch erwähnenswert ist, dass hier ganz wenig gebohrt wird. Die Teile werden hier im Rahmen verkeilt oder verklemmt und es werden in erster Linie Bohrungen verwendet, die bereits im Rahmen vorhanden sind.
So, schaut mal, hier geht schon einiges voran. Der Zylinder ist schon fest montiert und eingebaut. Und hier wird dann dieser Elefantenrüssel, glaube ich, so ranmontiert. Und wenn der Zylinder dann zusammenfährt, dann fährt er hier quasi so runter. So ist, glaube ich, der Plan. Werden wir gleich sehen. Habe ich jetzt auch wieder gelernt, als ich hier mal unter die Fahrzeuge schauen durfte. Nur weil vorne überall Fiat oder Citroen draufsteht, ist unten nicht unbedingt das gleiche drin. Großes Beispiel zum Beispiel der Abwassertank. Ist bei jedem Ausbauer wieder irgendwo anders verbaut und bei mir wäre das hier beinahe kritisch geworden. Aber ich habe mir sagen lassen, dass hier noch niemand aus den Toren rausgefahren ist, der ein Hubstützensystem haben wollte und am Ende keins bekommen hat. Und ich glaube, das liegt einfach auch an der Begeisterung und an dieser Lösungsorientiertheit der ganzen Leute hier und wie heißt immer so schön, so wie es der Chef vormacht, so wird es nach unten weitergetragen und deswegen will ich mir jetzt die Gelegenheit nicht entgehen lassen und ich darf mal ganz kurz hoch zum Chef und den einfach mal ein bisschen ausfragen zu seiner Firma und wenn er den Menschen kennenlernt, dann versteht er auch, warum hier keiner ohne Hubstütze mehr rausgeht. Komm mal mit. Jetzt bin ich mal hochgegangen ins Büro und zwar zum Christian. Das ist hier, ich darf sagen, du bist der Chef hier, oder? Das ist dein Laden. Das ist mein Laden, ja. Das ist sehr schön. Und ich habe die große Ehre, dass ich dir kurz über die Schulter blicken darf. Mhm. Weil, und das ist ja das Besondere bei euch, ihr plant hier alles selber, ihr baut alles selber und deswegen, das habe ich jetzt schon gesehen, beim Wohnmobil hast du immer wieder mal Herausforderungen, die du einfach nicht einladen kannst. Da ist nicht alles Standard, wo ist der Abwassertank und so weiter. Mhm. Das heißt, du kannst dann hier sogar noch am Rechner was anders entwickeln, machen und tun und berechnen. Aber magst du mir mal am Rechner zeigen, wie viel Einbauhöhe ich jetzt habe und wie viel Hubhöhe ich vor allem habe? Das kannst du mir perfekt zeigen, oder? Schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Also, ich nehme ein Extrembeispiel, das ist diese lange Stütze, ja, die 800 mm Hub hatte, wo wir drüber gesprochen haben. Und diese 800 mm erreiche ich mit einer Einbauhöhe von 210 mm. Sogar auf dem Bildschirm noch weniger, aber insgesamt haben wir 210 mm gehabt. Das heißt, ich brauche zum Einbauen 210 mm und habe dann 800 mm Hub. Ja, das heißt 210 plus 800, 1010. Der Kunde hat sich gewünscht, es gibt hier an seinem Fahrzeug hier eine Blende, die so hoch ist und die Stütze sollte nicht zu sehen sein von der Seite. Zum Gelände hat er über 500 mm gehabt, sodass der Zylinder erstmal bis dahin kommen muss und dann anfängt zu heben. Und dadurch, dass es ein Geländefahrzeug ist, hat er auch mehr Federweg und bis er wirklich vom Boden wegkommt, dann sind nochmal 150 mm ungefähr kaputt, sodass man am Ende 800 mm Hub brauchte, um das Ding vernünftig auch in Schräglage zu nivellieren. Mhm. Und hier kann ich eine einzelne Stütze, das wird nie passieren, also das wird nie passieren, weil das Fahrzeug würde fast kippen, aber man darf nicht vergessen, dass das Rad noch da ist. Ja? Die Räder sind ungefähr auf dieser Höhe ungefähr vielleicht. Ja. Also das ist ein bisschen anders als bei mir, quasi spreizt zur Seite weg sozusagen. Ne? Ja, hier. Genau. Dann ist die Längsachse vom Fahrzeug so, Okay. Also hier in die Mitte von der Längsachse. Und bei dir sind die Stützen so angeordnet, dass sie längs zur Fahrzeugachse angeordnet sind. Kannst du mir noch eine Sache schnell zeigen? Das habe ich vorher gesehen, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn du das nochmal drehst, die Skizze quasi, wie du es gerade gemacht hast, genau. Als du das Bein ausgefahren hast, die Stütze, dann sieht man ja genau das, dass die exakt immer über demselben Punkt des Bodens bleibt. Fast, ne? Fast exakt. Also nicht 100%, aber man kann sagen, sehr. Hier in dem Fall war es sehr, sehr schwierig, 100%, aber das ist minimal, das sind 1 Zentimeter oder so über die Handlänge, das ist uninteressant. Jetzt haben wir immer nur vom Fiat Ducato gesprochen und von VW-Bussen. Was macht ihr denn alles für Fahrzeuge? Ist alles möglich oder gehen nur die zwei Kategorien? Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen? Ja, sagen wir mal, wir kommen vom Wohnwagen her. Beim Wohnwagen haben wir angefangen und das ist dieses Klappsystem, den wir Elefantenrüssel nennen, weil ein Kunde uns auf die Idee gebracht hat. Mit diesem System haben wir quasi im Wohnwagenbereich
demonstriert, dass wir die volle Bodenfreiheit haben und dass wir sehr viel Hub generieren können. Und vom Wohnwagen sind wir dann zum Wohnmobil gegangen, erst beim Kastenwagen, weil es ist etwas schwieriger. Und überall, wo es schwieriger ist, zeigt man, dass unser System Vorteile hat. Und sogar bis zum D6, D4 haben wir gemacht, um zu zeigen, dass mit noch weniger Platz schaffen wir es auch, dass die Unterkante von unserer Stütze immer noch nicht die unterste Kante ist, sondern die ist über dem Auspuff oder über der Trittstufe und so weiter. Und dann haben wir natürlich schon 10 Tonner, 11 Tonner gemacht, das ist kein Problem. Wir haben Wohnmobile, also vollintegrierte, teilintegrierte. Wir haben nur auf unserer Preisliste haben wir keine Marke angegeben. Wir haben bewusst die Typen von Fahrzeugen mit Gewichtsklasse, ist ja klar, weil wenn ein Fahrzeug dreimal so viel wiegt als ein anderes, dann müssen die Zylinder ein bisschen größer dimensioniert werden. Weil wir wollen nicht den Druck auf 300 Bar erhöhen, sondern wenn wir uns im gesunden Bereich von 100 Bar bewegen, dann reicht das völlig aus. Dann hat die Anlage eine lange Lebensdauer. Und wir, wie gesagt, wir können alle Typen von Fahrzeugen, ich behaupte einfach, jeden Typ. Ja. Das bedeutet, die Leute sollen, bevor sie zu euch kommen, am besten anrufen, E-Mail schreiben, ihr tauscht aus, welche Fahrzeuge betrifft es und dann besprecht ihr, was zu tun ist im Prinzip. Also es gibt natürlich nicht viele Grundhersteller. Es gibt Fiat, da kann man einen Großteil abdecken und dann gibt es Mercedes und dann gibt es die Chassis dahinter. Die Chassis dahinter, die sind entweder von Alco oder die sind von Hümer und so weiter. Es gibt also verschiedene Chassis, aber es ist immer nach dem gleichen Muster. Und die Radaufhängung zum Beispiel hinten, das ist meistens eine Achse von Mercedes oder von Alco oder was weiß ich. Und da sind die Löcher schon vorgegeben. Für diese Löcher haben wir auch schon Platten. Also wir sind schon so ausgestattet, dass wir wissen, wenn wir etwas, ein Bild sehen, dann können wir uns vorstellen, da haben wir die Lösung schon. Aber das ist für uns nicht so wichtig. Wir brauchen entweder Platz in der Höhe, so wie jeder andere auch. Dann nehmen wir eine normale Stütze oder eine Teleskopstütze. Wenn wir keinen Platz in der Höhe haben, dann brauchen wir ein bisschen Platz in der Länge. Mhm. Ob es jetzt quer zur Fahrzeugachse oder längs zur Fahrzeugachse. Ich finde immer irgendwo Platz. Beim Fiat haben wir vorne die zwei Stützen sind etwas schräg angebracht, aber das macht nichts. Wir passen uns an, so wie der Verlauf vom Träger ist, so machen wir unsere Stütze. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Jungs werden gleich ordentlich verschweißt. Ja, und der Kollege, der macht wirklich selbstständig weiter und daher schleiche ich mich mal in die Fertigung der Steuerungsgeräte, denn auch die werden hier direkt vor Ort gefertigt. Und ich gucke mir hier gerade das entscheidende Teil an, damit man später das Gewicht meiner Achsen bestimmen kann. So, jetzt mache ich mich aber mal wieder auf den Weg und schau mal, wie weit mein Auto ist. Ui, und die Jungs sind schon richtig weit. Das ganze System ist eingebaut, wird jetzt nur noch mit der Bordbatterie verbunden. Wichtig, nicht mit der Starterbatterie. Danach werden alle Einstellungen überprüft, Öl reingepumpt und dann getestet. Hört mal, wie leise das System ist. Jetzt wird's eindeutig Zeit für den Praxistest. Ja, dann gucken wir uns das Ganze zusammen mal in der Praxis an, wie funktioniert das Ganze. Was habe ich mit euch vor? Ich will euch einmal zeigen, wie man das Ganze bedienen kann natürlich. Und zum anderen möchte ich euch auch mal zeigen, wie schnell das geht. Deswegen habe ich nochmal mein Handy dabei, damit wir auch die Zeit stoppen können. Und ich möchte euch nachher nochmal zeigen, wie die Geräuschkulisse ist im Vergleich zu den alternativen Auffahrkissen oder Auffahrkeilen. Und das Ganze schauen wir uns an und dann macht ihr euch einfach selber mal ein Bild davon, was ihr von diesem Hubstützensystem haltet. Zu Beginn einmal, ich zeige euch hier nochmal die Fernbedienung im Detail, was kann ich damit alles machen. Es ist vielleicht wichtig für euch zu wissen, dass die vorderen Hubstützen zusammen an einem Schaltkreis aufgehängt sind, während ich hinten die Hubstützen separat zueinander steuern kann. Was kann ich also jetzt mit der Fernbedienung machen? Ihr seht hier einmal den Knopf Auto. Ich kann hier einmal Auto drücken
und danach kann ich sagen, ich möchte das Fahrzeug hochfahren. Auto bedeutet, das Fahrzeug wird automatisch nivelliert, also in der Höhe richtig eingestellt. Möchte ich jetzt einzelne Stützen rauf und runter fahren, ist das auch überhaupt kein Problem. Ich wähle die jeweilige Stützen an, entweder hier oben für vorne oder eine der hinteren Stützen für hinten und drücke dann auf hoch oder runter, je nachdem, was ich eben mit den Stützen machen möchte. Das Ganze ist eine Tobmannschaltung. Das bedeutet, das Fahrzeug wird wirklich nur dann in der Höhe verstellt, wenn ich auch mit dem Finger hier drauf gedrückt bleibe. Da sagt der Hersteller ganz klar, die wollen das unbedingt so machen, das ist ein Sicherheitssystem. Es ist natürlich nicht so ganz komfortabel, viel cooler wäre es natürlich, ich drücke auf den Knopf, trinke mein Weißbier und gucke zu, wie das Ganze funktioniert. Aber der Hersteller sagt, nee, es ist schon so eine Sicherheitsgeschichte. Angenommen, da ist irgendwie ein Kind drunter oder, also selbst beim Hochfahren ist das sehr gefährlich, wenn das nicht richtig steht oder wenn irgendwie ein Fuß dazwischen wäre, was auch immer. Also da sagt der Hersteller ganz klar, das ist für ihn ganz, ganz wichtig, das ist ein Sicherheitsaspekt. Finger so lange drauf lassen, wie das ganze Fahrzeug braucht, bis es die Höhe hat, die es braucht. Ja, und damit habt ihr das jetzt gleich mal gesehen und ich mache jetzt Folgendes, ich nivelliere mal automatisch dieses Fahrzeug. Ich habe, finde ich, jetzt so eine ganz typische Stelle bekommen, das ist einigermaßen eben, aber halt doch nicht wirklich eben. Und wir gucken jetzt mal, wie lange das System braucht, um komplett auszunivellieren. Ich drücke also auf Auto und auf Hochfahren und gleichzeitig stoppe ich natürlich noch die Zeit, damit wir genau wissen, wie lange das Ganze dauert. So, wir sind jetzt bei 0 Sekunden. Und ich würde sagen, wir legen los. Auto und nach oben und ich starte. Ja, und weil es so schön ist, zeige ich euch den exakt selben Vorgang nochmal aus einer anderen Perspektive. So, das Fahrzeug ist jetzt ausnivelliert und man sieht jetzt schon, das hat doch einen ganz schönen Hub gebraucht nach vorne. Und das Ganze geht unter 2 Minuten. Ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen zeitverzögert gedrückt, aber ich bin jetzt bei 1:59. Wahrscheinlich waren es 58, aber hier geht es ja auch nicht um Hundertstel. Das bedeutet, dieser ganze Vorgang hat jetzt 2 Minuten gedauert und das Auto steht jetzt komplett gerade in einer ganz typischen Situation, wo der Boden recht uneben ist und wo ich eben auch vorher recht schief gestanden bin. Das bedeutet, Duschwasser fließt jetzt komplett gerade ab und ich kann vor allem auch komplett gerade schlafen. Perfekt. Man sieht hier schon, das Auto ist jetzt definitiv höher. Das heißt, ich werde auch auf alle Fälle die Trittstufe ausfahren. Endlich mal ein Grund, warum man die Trittstufe wirklich braucht. So, also jetzt haben wir gesehen, wie schnell das geht. Das ist ja das eine. Jetzt wollen wir aber auch schauen, ob wir wirklich gerade stehen. Und dazu hole ich jetzt einfach mal ganz kurz meine Wasserwaage raus. Ich nehme das noch kurz hier für euch auf. Ob wir wirklich richtig stehen, tun wir mal den Becher schnell weg. Sehen wir jetzt hier gleich. Und zwar lege ich mal die Waage an. Und wir sind bei... Oh, exakt, das gibt's ja gar nicht. Nee, okay. Also es war jetzt gerade lange auf 0,0. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es 0,1 Grad. Aber ich würde sagen, das ist mega. Das bedeutet, ich kann heute Nacht auf alle Fälle gerade schlafen und vor allem, was noch viel, viel besser ist, ich kann morgen duschen und das Wasser läuft dahin, wo es hinlaufen soll. Und zwar nicht in Wohnraum. Fantastisch. Ja, also ihr seht, Test bestanden. Das funktioniert schon mal. Und das unter 2 Minuten. Finde ich schon mal cool. Wie geht das Ganze jetzt wieder runter? Darum kümmern wir uns jetzt. Ja, und das schnellste Ergebnis erzielt man hier angeblich, wenn man die Achsen einzeln herablässt. Ich beginne mit der vorderen und für die hintere Achse kann man zuerst die erste Stütze auswählen. Dann drückt man und hält vor allem auch den Knopf nach unten gedrückt und kann dann nochmal kurz die andere Stütze nachdrücken und dann fahren beide Stützen gleichzeitig herab. So, was ist mir jetzt alles noch in der Praxis aufgefallen? Also einmal die Bedienung hier mit der Fernbedienung ist wirklich spielerisch, ist super einfach. Auch mit der App ist eigentlich ehrlicherweise exakt dasselbe. Warum ich diese App so interessant finde, ist, weil du dadurch auch nochmal die Möglichkeit hast, optional die Wiegefunktion mitzunehmen, das ich definitiv gemacht habe. Damit weiß ich jetzt immer, bin ich überladen oder nicht, was habe ich an Bord, lasse ich die Frau zu Hause oder nicht. Und das ist natürlich super praktisch, also super praktisch zu wissen, woran man ist. Und insofern ist auch die Bedienung mit dem Handy eben vielleicht ein bisschen komfortabler im Sinne von der Wiegefunktion. Aber wenn ich das nicht brauche, dann finde ich, reicht die Fernbedienung absolut aus und ist idiotensicher, möchte ich sagen. Dann noch das Thema Untergrund. Klar, bei Teer oder bei gepflasterten Untergründen ist das überhaupt kein Thema. Einfach runter mit den Stützen und fertig.
Hier war ich schon ein bisschen vorsichtig und skeptisch, denn ich bin hier auf so einer Art Waldparkplatz an so einem kleinen Weiher. Und da habe ich auf der einen Seite jetzt hier noch ein bisschen Schotter, also hier hinten. Und vorne ist es schon mehr Schotter-Erde-Wiese-Mischung. Und es war sehr feucht in den letzten Tagen. Das bedeutet, da musst du natürlich auch gucken, sinkst du da ein oder nicht. Auch dafür gibt es im Zubehör gewisse Unterlegkeile, die du nochmal unterlegen könntest, damit du nochmal mehr Fläche hast. Ich werde mir die definitiv noch besorgen und das ist auch, glaube ich, was man wirklich mitempfehlen sollte, wenn man sich so ein Hubschützensystem holt. Denn wenn du jetzt mal nachts auf einer Wiese stehst, auf einem Campingplatz beispielsweise, und es regnet dann in der Nacht, dann verändert sich natürlich auch der Untergrund dadurch entsprechend und dann kannst du schon einsinken, das willst du natürlich nicht. Also insofern, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein, werde ich mir definitiv noch so Unterlegplatten holen. Wollen wir uns jetzt mal dem Thema Lautstärke widmen und da vergleichen wir jetzt drei Sachen miteinander. Wir schauen uns einmal das Ganze an, wenn ich die Luftkissen verwende, also aufpumpe. Dann gucken wir uns das Ganze an, wenn ich mit dem Fahrzeug auf Auffahrkeile fahren würde. Klammer auf, ich habe gerade keine Auffahrkeile da. Es geht ja nicht um die Auffahrkeile an sich, sondern einfach um das Anfahren und Wegfahren. Und wir gucken uns das Ganze am Ende nochmal mit dem Hubstützensystem an. Ja, wir sind hier in der freien Natur und der Dezibelmesser zeigt aktuell um die 40 Dezibel an. Und jetzt schmeißen wir mal die Luftpumpe an für das Kissen. Ja, und in etwa 2 Meter Abstand haben wir hier einen Geräuschpegel von 70 Dezibel. Ja, und das hat mich jetzt wirklich überrascht. Der Motor bleibt beim Anfahren knapp unter den 70 Dezibel. Ja, und dann die Stützen. Klar, man hört sie, aber im Vergleich zu allem anderen super leise. Und kaum kommen wir zum Fazit, kommt auch die Sonne raus. Genauso muss es sein. Hervorragend. Also, ich möchte euch jetzt einfach mal ein bisschen Vor- und Nachteile erläutern bei Hubstützensystemen generell und dann am Schluss ein bisschen auf mein persönliches Fazit eingehen. Fangen wir mal mit den Nachteilen an bei so einem Hubstützensystem. Es ist definitiv das Gewicht. Das Ganze kostet dich Gewicht. Wie gesagt, ich glaube, hier sind wir noch relativ gut bedient mit 60 Kilo, aber da sind nach oben hin auch keine Grenzen. Das liegt natürlich auch immer daran, was fährst du für ein Fahrzeug und welche Hubhöhen brauchst du und wie kannst du das Ganze verbauen. Also entsprechend musst du das Gewicht berücksichtigen. Abgesehen vom Preis, das Ganze ist natürlich definitiv deutlich teurer als irgendwie Auffahrkeile oder auch die Luftkissen, obwohl die auch schon wahnsinnig teuer sind. Egal. Ein weiterer Nachteil kann natürlich sein, dass du das Ganze fest in deinem Fahrzeug verbaust. Das bedeutet, solltest du dein Fahrzeug verkaufen, dann musst du das natürlich mit reinkalkulieren oder du sagst, naja, das rüstest du wieder ab und nimmst ins nächste mit, aber es ist halt definitiv ein Aufwand. Es ist, wenn du ehrlich bist, fest mit dem Fahrzeug verbaut. Also insofern macht es wahrscheinlich auch nur Sinn, wenn du weißt, du wirst dieses Fahrzeug längere Zeit fahren. Das sind so meines Erachtens die generellen Nachteile bei Hubstützensystemen. Wenn euch noch mehr einfallen, super gerne unten in die Kommentare. Ich glaube, das ist am Ende für uns alle sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Vorteile generell bei Hubstützensystemen sehe ich darin, dass du einmal dein Fahrzeug aufbocken kannst, um zum Beispiel die Reifen zu wechseln. Sei es bei einer Panne oder wenn du von Winterreifen auf Sommerreifen gehen möchtest, was bei mir jetzt wieder dringend notwendig wäre. Generell ist es auch sehr interessant, das ist mir erst im Nachhinein so aufgefallen, was das für ein Luxus ist, wie stabil dieses Fahrzeug dann auf einmal steht. Gerade mit meinen Luftkissen ist es schon sehr wabbelig im Auto, wenn du dich dann bewegst. Hast du die Hubstützen draußen, dann kannst du auf dem Fahrzeug rumspringen. Das ist einfach stabil, das steht fest. Das bedeutet, wenn du auch morgens mal aufstehst, wächst du nicht gleich alle anderen auf. Und also ihr wisst, wie ich meine. Das ist jetzt kein Riesending, aber es fällt halt auf. Es ist mega stabil, super coole Geschichte. Und ein weiterer absoluter Vorteil von so Hubstützensystemen ist ganz klar der Komfort, der Luxus, das ist wirklich Luxus. Einmal, weil es wahnsinnig schnell geht, du machst dir die Finger nicht dreckig, es geht schnell, es ist geräuschlos, also relativ geräuschlos zumindest. Und du kannst vor allem auch mal im Fahrzeug sitzen bleiben. Sollst du nicht, der Hersteller sagt ganz klar, nee, geh raus und guck vor allem, ob die Stützen überall ordentlich runterfahren, ob du nichts kaputt machst etc. Also der Hersteller sagt ganz klar, darfst du nicht. Aber jetzt nur mal angenommen. Und der Vorteil speziell bei diesem System, glaube ich, ist ganz klar, habe ich ja auch schon ein bisschen erwähnt vorher, das ist zum einen diese geringe Einbauhöhe und dennoch extrem hoher Hub. Das ist natürlich super komfortabel, gerade wenn du so einen Kasten fährst, wo du unten jetzt nicht so viel Platz zum Verbauen hast. Des Weiteren habe ich mich für dieses Evolift-System entschieden, weil
ich diese Konstruktion einfach schlüssiger finde, als einfach nur mit Hubstützen rauszufahren. Ich finde den Preis hier auch spannend. Ich habe das Gefühl bei den ganzen Angeboten, die ich so bekommen habe und gesehen habe, dass ich preislich hier immer noch besser fahre als bei anderen Systemen. Also insofern finde ich auch noch mal ganz, ganz viele Vorteile bei diesem Evolist-System. So, jetzt aber noch mal zu meinem persönlichen Fazit. Was sage ich jetzt konkret zu meinen Stützen? Bin ich glücklich oder nicht? Ja, ich bin voll glücklich. Das mal vorneweg. Wenngleich es auch ein paar Nachteile gibt. Ein Nachteil ist natürlich der Preis. Also ganz klar, das ist generell bei Hubstützen. Es ist natürlich deutlich teurer als andere Systeme wie Auffahrkeile oder die Kissen. Klar. Ein weiteres Thema ist ganz klar das Gewicht. Du musst wirklich abwägen, ist es dir das wert, dass du auf 60 Kilo Zuladung verzichtest. Wobei, Klammer auf, man muss ja auch nochmal das Gewicht der Auffahrkeile oder der Kissen dementsprechend abziehen. Und was ich auch nochmal als Nachteil empfinde, ist das Thema, dass es dir passieren kann, dass die Hubstützen draußen sind, du machst Motor an und willst losfahren. Und je nachdem, ob deine Reifen den Boden noch berühren oder nicht, kann das auch zu Problemen führen. Warum ist das so? Ich habe darüber auch mit dem Hersteller gesprochen. Der sagt ganz klar, naja, das Problem ist, ich will diese CE-Zulassung haben. Und sobald du eigentlich auch in ein Fahrzeug eingreifst, Klammer auf, Zündung geht nicht oder irgendwas bewegt sich oder irgendwas passiert, musst du das alles immer über den TÜV machen. Du brauchst da zusätzliche Genehmigungen und so weiter. Und das führt am Ende für uns Wohnmobilisten eigentlich nur zu Mehraufwand. Und es kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass ich das Fahrzeug eigentlich gar nicht mehr fahren darf. So. Dennoch ist es für mich irgendwas, wo ich sage, da will ich euch zumindest warnen. Aber auch das kannst du super einfach beheben. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir eine neue individuelle Camper Safety Card gemacht, wo der erste Punkt ganz klar die Stützen sind. Kannst du dir aber auch anders beheben, machst du dir selber einfach einen Zettel, den du immer hinhängst. Oder zum Beispiel, du legst den Autoschlüssel immer unter die Fernbedienung und dann weißt du auch, ah, bevor ich losfahre, erst noch runterfahren, los geht's. Also das Problem kann man lösen. Aber es ist halt da und das ist mir auch nochmal wichtig, euch das mitzugeben. Für mich überwiegen aber ganz klar die Vorteile. Das ist so ein mega Luxus, allein dieses stabile Stehen, aber auch einfach das gerade Stehen, wenn du dann nachts irgendwo ankommst und schnell in 2 Minuten hochgefahren, super leise, also im Vergleich zu allem anderen. Boah, das ist super. Also ihr seht ja schon das Lächeln auf meinen Lippen. Da freue ich mich so, wenn ich das jetzt richtig auskosten kann. Bisher teste ich ja nur rum und stehe halt bei mir in der Einfahrt zu Hause rum. Momentan kannst du ja noch nicht so viel rumfahren, aber da freue ich mich so drauf. Das ist so ein enormer Freiheitsgewinn für mich. Das ist ganz, ganz toll. Und es sind auch einfach so Kleinigkeiten, dass ich mich einfach sicherer fühle, wenn ich den aufgebockt habe. Da fühle ich mich sicherer als auf den Auffahrkeilen. Das ist für mich immer noch so eine bisschen instabile Geschichte. Aber gut, das ist wahrscheinlich auch eine reine Empfindungssache. Also für mich überwiegen ganz klar die Vorteile. Ich habe da lang überlegt, wie gesagt, ist das Gewicht und so weiter. Aber ich glaube, wenn du jetzt nur einmal im Jahr in Urlaub fährst und da 2 Wochen stehen bleibst, dann ist es das nicht wert. Aber wenn du viel auf Roadtrip gehst, wenn du nicht immer auf Stellplätzen oder Campingplätzen stehst, wo es immer exakt gerade ist, sondern du bist eher auf individuellen Campingplätzen unterwegs, du bist viel im Ausland, bist viel auf Freistehflächen unterwegs, wo du mal schnell stehen möchtest und gerade sein möchtest. Hey, mega. Also ich bin total begeistert, mich flasht es total. Ja, und jetzt bin ich natürlich total gespannt, was haltet ihr davon? Welche Fragen habt ihr noch? Welche Kommentare habt ihr dazu? Welche Eindrücke habt ihr von Hubstützsystemen? Welche Erfahrungen habt ihr schon mit Hubstützsystemen? Schreibt all das bitte unten in die Kommentare. Die ganzen Erfahrungen helfen uns allen in der Community, glaube ich, definitiv weiter. Also vielen, vielen Dank dafür schon mal. Ich stelle die ganz wichtigsten Informationen und Erfahrungen von euch auch zusätzlich nochmal auf meine Webseite, zusammen mit all den Informationen, wo bekommst du welche Hubstützsysteme und so weiter, findet ihr dann alle auf meinem Blog selbstverständlich oder unten in der Videobeschreibung. Und lasst natürlich auch alle eure Fragen da. Ich versuche, die so schnell wie möglich zu beantworten. Alles, was ich nicht beantworten kann, leite ich einfach weiter. Dann gucken wir mal, ob da Antworten von Asimo kommen. Und ihr wisst es, lasst super gerne ein Like da, unabhängig von den Hubstützen. Wenn ihr sagt, das Video hat mir wieder viel gebracht, dann ist das für mich eine wahnsinnig tolle Bestätigung, so ein Like und motiviert mich auch extrem, wieder weiter Filme zu machen. Da werden wieder ganz, ganz viele kommen. Ich habe wieder einige Fahrzeuge getestet. Das Thema Licht steht immer noch an. Ich habe es nicht vergessen. Im Gegenteil, ich arbeite da fest dran. Also es kommen ganz, ganz viele Themen. Insofern bleibt gespannt und ich wünsche euch jetzt auf alle Fälle, egal wohin auch immer ihr reist,
gerade entspannte Nächte und kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald, euer Markus. Ciao.